willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns mal das Lego Star Wars Magazin mit der Nummer 83 an. Und zwar mit einem richtig coolen Tusken Raider. Ich meine, es wäre eine Minifigur. Das Magazin erscheint jetzt für 4,50 €. Letztes Mal hat es ja 5 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ja. Und ja, dann ist noch eine limitierte Karte des neuen Trading Card Games dabei, und zwar Darth Vader. Der finde ich sieht auch ganz cool aus, aber den gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Und ich würde sagen, wir öffnen mal das nette Magazin hier, machen hier die Folie ab. Jetzt nehme ich mir hier mal eine Schere. Schnippidi schnipp. Und ich finde es auch sehr verblüffend, fällt die Lampe um, egal, dass es jetzt schon da ist, weil eigentlich erscheint dieses Magazin erst in 5 Tagen. Heute haben wir den 25. und am 30. erscheint das erst. Und ich glaube, ich bin einer der einzigsten, also einer der ersten, der sehen wird, was im nächsten Magazin drin ist. Und ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir den Tasten wieder ab. So, den gucken wir uns gleich an. Dann noch hier den Darth Vader ab. Der ist ja auch relativ cool, würde ich mal sagen. Ich sammle jetzt die Trading-Karten nicht mehr. Ich habe sie mal gesammelt, aber naja. Würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben ein bisschen Werbung für dieses neue Trading-Card-Game. Und das Inhaltsverzeichnis natürlich. Dann fängt sie mit dem Comic an. Das überblätter ich mal. Wie immer. Hier ist mittendrin ein bisschen Werbung für das neue Minecraft-Magazin. Finde ich eigentlich eine coole Idee, weil man für das Geld wirklich viel bekommt. Eine Minifigur und hier noch 2 Tiere, beziehungsweise 3 mit dem Fisch. Eigentlich eine gute Sache. Ich überlege mal, ob ich mir mal eins hole von dem Minecraft-Magazin. Dann geht es hier mit dem Comic weiter. Scheint wohl auf Kashyyyk zu spielen. Dann haben wir das Poster. Das finde ich sah jetzt hier vorne relativ cool aus. Und ich habe hier auch eine Posterwand. Da blende ich euch hier mal ein paar Bilder ein. Die habe ich mir letztens gemacht. Bin ich super stolz drauf. Auf jeden Fall haben wir Anakin Skywalker. Finde ich, sieht ganz in Ordnung aus. Aber hier, Jaron Grievous, das sieht einfach super aus. Da kann man nichts anderes sagen. Ich will unbedingt eine General Grievous Hugo. Ich hoffe, dass ich auch bald einen bekomme. Und ja, das findet auf jeden Fall einen Platz an meiner Posterwand. Definitiv. Schreibt gerne in die Kommentare, welches ihr davon besser findet. Das packen wir mal beiseite. Dann haben wir hier einen richtig coolen Eintrag. Und zwar, wie die Trading-Karten gemacht werden. Der Macher dahinter. Das finde ich wirklich mal cool. Das werde ich mir definitiv später mal durchlesen. Dann haben wir noch ein paar Rätsel. Hier so ein Labyrinth auf Dagobah, auch interessant. Hier wieder ein paar Puzzle und so, wie immer. Hier noch so ein Tusken Raider Spiel und hier dann ein Comic mit The Mandalorian. Finde ich ganz cool auf jeden Fall. Und dann überblätter ich das mal. Dann haben wir ein paar Infos über den Tusken Raider generell. Finde ich ganz cool gemacht. Und hier ein paar Einsendungen von Fans. Mit Rey, Ahsoka. Sieht ganz nett aus. R2-D2 macht Ferien. Das finde ich mal ein richtig cooles Bild hier. Dann hier nochmal den Tide Rest und ja, hier, das ist glaube ich die Kantina. Und hier nochmal den Mandalorian. Sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Und jetzt drehen wir um. Was gibt es beim nächsten Mal? Die Spannung ist auf jeden Fall da. Es gibt eine Razor Crest. Das ist ganz interessant, würde ich mal sagen. Wir gucken uns die mal hier genauer an, wenn das Licht mitspielt. So. Finde ich auf jeden Fall interessant, sind auch bedruckte Teile dabei. Das habe ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Gibt auch noch eine nette Karte aus dem Trading Card Game dabei, und zwar Chewbacca. Und die Poster sehen jetzt eigentlich auch, finde ich, ganz cool aus. Und natürlich der UCS AT-AT ist auch mit dabei. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Werdet ihr euch schon was holen? Bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Und auf der Rückseite noch Werbung für die Hoff-Sets. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die Extras an. Und wir fangen mit der limitierten Karte an. Und das ist hier, wie gesagt, Darth Vader. Er glitzert hier sehr schön in so einem goldroten im Hintergrund. Finde ich auch sehr cool. Und der ist halt hervorgehoben mit seinem Lichtschwert. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, die Karte. Mal gucken, was ich damit anstelle. Und dann geht's zum Tusken Raider. Und ich würde sagen, die machen wir hier mal auf. Wo ist die Schere? Da ist die Schere. Dann holen wir mal die Teile raus.
Ein Tastenmeter ist ja generell eine sehr schöne Minifigur. Das dürfte sogar, glaube ich, 1 zu 1 die Minifigur sein, die auch aus dem Duel on, auf jeden Fall diesen Tatooine-Setter, das habe ich auch. Wollen die Teile raus. Müsste eigentlich jetzt alles raus sein. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal gemeinsam auf. Dann haben wir hier mal den Tastenraider und der ist, finde ich, sehr cool gemacht mit seinem Stab hier. Und ja, der besteht aus 10, auf jeden Fall aus 4 Teilen. Der Kopf ist wie immer super. Ich finde das Teil einfach genial für den Kopf. Dann am Torso hat er noch ein paar Taschen dran, würde ich mal sagen. Und unten auf dem Bein ist auch noch schön bedruckt. Und wenn wir dann umdrehen, sehen wir auch, dass er von hinten einen netten Druck hat mit ein paar Bändern auf dem Torso. Und nur so zum Vergleich, nur um ihn daneben gehalten zu haben, haben wir auch den netten Tastenraider aus dem Tatooine Setter, auf jeden Fall von der Mandalorian Staffel 2. Und ja, es ist wirklich 1 zu 1 derselbe. Wollte ich nur mal wissen, vielleicht haben sie ja eine extra Figur gemacht, ist zwar... Wäre zwar komisch, aber warum denn nicht? Ja, und das war es dann eigentlich schon mit diesem netten Review dieser Zeitschrift. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch dieses Magazin holen werdet oder was ihr von dem netten Razer Crest im nächsten Magazin haltet. Bis zum nächsten Video und ciao.